Der erfolgreiche Unternehmer beginnt seinen Arbeitstag mit einem jubelnden Ja zu seinem Leben. Ein jubelndes Ja. Der erfolgreiche Unternehmer greift nach jeder sich bietenden Gelegenheit und was er einmal angepackt hat, lässt er nie wieder los. Stopp! Der erfolgreiche Unternehmer ist bei allem, was er tut, hochkonzentriert, hellwach und jederzeit Herr der Lage. Das gefällt mir. Merke, ein Chef, der für jedermann jederzeit am Telefon zu erreichen ist, ist kein Chef. Ossi, Optis Super Service International, was kann ich für Sie tun? Ich suche einen Ihrer Mitarbeiter. Einen? Wir haben hier 100! Ich suche einen bestimmten, den von der Baustelle am Alsterdam. Nee, da war keiner. Doch, da war einer. Ich bin ganz sicher. Sind Sie sicher? Da verbinde ich Sie lieber mit unserer Sicherheitsabteilung. Kleinen Augenblick. Sicherheitsabteilung, Ossi, was kann ich für Sie tun? Ich suche... Sagen Sie gar nichts, gnädige Frau. Der Zemententwender wurde von mir persönlich zur Verantwortung gezogen und in die Wüste geschickt. Hören Sie, der Zug fährt gerade ab. Sahara Express, alles einsteigen und Türen schließen, zurücktreten von der Bahnsteigkarte. Hören Sie mal, der Mann hat meiner Tochter das Leben gerettet. Da fällt mir ja ein Stein vom Herzen. Da verbinde ich Sie gleich mit unserer Rettungsabteilung. Kleinen Augenblick. Rettungsabteilung, Ossi, ich bin's persönlich. Na endlich. Kommt man immer so schwer an Sie ran. Herein. Ja, ein Mann in meiner Position ist nicht jederzeit für jedermann zu sprechen. Mit wem spreche ich denn? Ich bin die Konsulin von Kohlen und Reibach. Ah, Kohlen und Reibach. Was können Sie für mich tun? Wir möchten uns gern persönlich bei Ihnen bedanken. Und ich würde mich freuen, Sie heute so...